Ich hatte eine große Schwester. Und so kam es, dass ich der einzige Fan vom FC Karlsruhe Jena war. Und auch die konnte man nur im Fernsehen sehen. Und die Sehnsucht nach Live-Fußball trieb mich umher und ich landete auf den Sportanlagen der Hüttenberger. Und seitdem brennt tief in mir eine stählerne Flamme. Sie erinnern sich noch an das letzte Jahr? Im Leben gibt's für die Nacht zwei Dinge, die man nicht ändern kann. Seine Familie, denn die ist schon vorher da. Und seinen Fußballclub, traurig, aber wahr. Meine Verwandten finde ich alles schwer okay. Mein Problem ist meine Liebe zum EFC. Denn ich habe schon seit Jahren diesen Traum. Denn der ist ohne Schwarz und weißer Schaum. Schön war zu sein, ich will einmal im Leben deutscher Meister sein. Aber wir sind halt nur ein Provinzverein. Dann käme ein Telegramm: Glückwunsch aus dem Westen! Ihr wart in diesem Jahr wirklich die allerbesten. Dass ihr es geschafft habt, ist was Wunderschönes. Ich liebe euch, ihr zeichnet Uli Hoeneß. Ich will einmal im Leben deutscher Meister sein, das wird von vornherein so schön und wahr zu sein. Ich will einmal im Leben deutscher Meister sein, aber wir sind halt nur ein Provinzverein. Stahlwelle in der Champions League, hoher Favorit, nur Außenseiterchancen für Real Madrid. Cottbus steigt schon wieder ab und spielt jetzt in die Liga. Die Bayern in Riga gegen Riga. Ich will einmal im Leben deutscher Meister sein. Das wird von vornherein zu schön und wahr zu sein. Ich will einmal im Leben deutscher Meister sein. Und eines Tages wird es auch so sein. Zweimal war ich im Stadion. Der erste FCM hat auch jedes Mal gewonnen. Beide Male gegen Eisenhüttenstadt. Aber dann, im Frühjahr 2004, da war es soweit. Wir waren wieder wer. Der EFC war in aller Munde. Was war geschehen? Im Spiel am 6. März 2004 gegen den Erzrivalen aus Frankfurt-Oder schoss ein junger Mann, Norman Elstner vom EFC, das Tor des Monats. Anstoß, Schuss, halbes Feld, direkt rein, 1:0. 3,5 Sekunden. Nie war ein Tor in Deutschland schneller. Und Gott sei Dank war aus Frankfurt ein Kamerateam dabei. Die haben es gefilmt und schickten das zum aktuellen Sportstudio. Und wir haben angerufen, gemailt, gewotet. Und der junge Mann hat gewonnen. Tor des Monats, EFC Stahl. Bei der Übergabe der Goldmedaille hat der Reporter den jungen Mann dann gefragt, wie er auf diese Idee für diesen Kunststoß gekommen sei. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Ich habe nur gemacht, was der Trainer sagt. So einfach ist es. Ich habe nur gemacht, was der Trainer sagt. Mein Gott. Das ist doch unglaublich! Stellen Sie sich mal vor, das ganze Team hätte in den letzten 8 Jahren einfach gemacht, was der Trainer sagt. Wo könnten wir da spielen? Die Champions League wäre quasi unausweichlich. Und wenn Mittwochnachmittag, sich eine Horde blau-roter Barcelona-Fans vom Bahnhof Eisenhüttenstadt über die Beskower Straße gröhlend durch die Innenstadt zum Stadion wälzt, ich muss Ihnen sagen, ich könnte damit leben. Thank you.
time.